Und Kamera. Hallo und herzlich willkommen in Gölle bei Game Insight. Das hier sind die Daily News. Ja, wir sind hier unterwegs in Gölle und trinken noch ein paar Kölsch mit dem da. Da. Wo ist er denn? Da ist er. Oh mein Gott. Ja. Mach bloß nicht den Mantel auf. Oh. Ja, ich kann nicht. Ich hab einen kaputten Reißverschluss. Der Herbst ist angekommen, ja, Freunde. Aber wirklich. Es ist kalt. Oh. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt oder ich es noch nicht gesagt habe, sind hier in Gölle beim Krieger. Was? Ja, nee, links gleich im. Mit dem Krieger in Gölle. So ist grammatikalisch und alles hier korrekt. Tut mir leid. Gedöns. Tut mir leid, ich wollte nicht auf den Schiff treten. Ja. Und und was geht so bei dir? Ja, du hast News rausgesucht, habe ich gehört. Ja. Im Gegensatz zu gestern. Ja, hoch. Da, Jan. Gestern da. Die. Ja, hi. Ja. Was denn? News. Ja. Nutten gucken in Köln mit News. Krieger und Stefan. Ja. Esel nennt sich mal zuerst. Mit Stefan und Krieger. Let's watch Hose. Ja. Ja. Let's watch Hose. Nicht Let's play Shows, let's watch Hose. Ja. Wir haben auch ein paar Neuigkeiten, zumindest das, was ich auf die Schnelle finden konnte. Und zwar zum einen Skype-Sicherheitslücke, sehr ärgerlich. Ich meine zumindest, die wäre mittlerweile behoben seitens Microsoft, aber sie wussten das auch eine ganze Weile und haben nichts dagegen gemacht. Auf jeden Fall hat es völlig ausgereicht, wenn man die E-Mail-Adresse eines fremden Skype-Accounts hatte, um den Skype-Account zu hacken und die Nachrichten einzusehen und damit ein bisschen Unfug zu treiben. Das ist auf jeden Fall eine uncoole Sache. Da sieht man mal wieder, im Internet aufpassen, ja, gerade mit Programmen, die man sich runterlädt, auch wenn die Accounts sicher scheinen, ist nicht immer der Fall. Du hast eben auch eine schöne Geschichte zu Online-Banking. Genau, Online-Banking genauso. Wenn ihr Online-Banking betreibt und ihr lasst euch den TAN via SMS zuschicken, da gibt es bei Android momentan so eine kleine Sicherheitslücke, dass dort Hacks eingespielt werden, beziehungsweise Trojaner. Da heißt es dann, ihr müsst euch ein Sicherheitsupdate oder irgendwas runterladen und dann kriegt ihr einen Trojaner. Das ist hier. Sie parken noch in der Einfahrt. Oh, wie lässt sich direkt in der Einfahrt gestellt? Ja, auf jeden Fall. Sorry, ich wollte nicht überbrechen. Nö, passt ja, war jetzt auch nicht so die horrende News. Also nie irgendwas Unsicheres runterladen. Also gerade nicht bei SMS und TAN und so Gedöns. Sein lassen. Das ist genauso, ich muss jetzt mal hier wirklich was sagen. Genauso diese ganze Rihanna-Sextape-Scheiße unter den Videos. Wenn ich darüber ein Video machen würde, so wie es jetzt, dann kommen noch 10.000 andere Leute auf die Idee, sich 500 Accounts zu erstellen, um damit Werbung zu machen. Deshalb mache ich es nicht. So. Ja. So. Ansage. Mach da nicht. Ansage. Mann. Mach dich. Nee. Auch jetzt hier nicht. Scheiß Videos und Internet. Scheiße. Ja, Mann. Internet stinkt. Ja. So, dann kommen wir mal zum nächsten. An alle PS3-Zocker unter euch, an alle unehrlichen PS3-Zocker unter euch, es könnte in Zukunft etwas komplizierter werden. Zumindest mit dem Online-Spielen. Denn Sony hat heute rausgehauen, dass knallhart alle gecrackten Konsolen, jede gecrackte Software, jede gemoddete Software aus dem PSN verbannt wird. Und das for good. Also auf ewig, man hat keine Chance mehr, da irgendwas zu reißen. Und dann ist vorbei. Ja. Und das völlig zu Recht, denn laut AGBs vom PSN verstößt man mit einer gemoddeten PS3-Version. Das ist das Lachen von Jan, der hängt da. Verstößt man gegen die AGBs vom PSN. Ja, um den Satz nur zu Ende zu bringen. Sorry, ich wollte. Ich muss mich entschuldigen. Ja. Oh. Weiser Herr Don News. Entschuldigung von Herrn. Ich hätte gerne noch eine News und dann ist Schicht. Okay. Eine News. Internet Explorer 10 für Windows 7 Vorabversion. Ab sofort am Start. Reinziehen, runterladen, surfen. Geil. Im Scheiß. Hast du gerade empfohlen, Internet Explorer zu benutzen? An alle Windows 7 Nutzer. Firefox. Ja, Safari. Reicht. Tschüss. Tschüss.